Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Pro Street. Wir versuchen das zweite Rennen in der Reihe. Da das erste ja nicht funktionieren wollte. Ja, ich habe selber auch mal ein bisschen online geguckt nach einer Lösung für diesen Bug, was ich da jetzt gefunden habe, war die Maus zu deaktivieren im Gerätemanager, dann wieder ins Spiel reinzutappen, weiter zu drücken. Perfekt. Weiter zu drücken, dann wieder raus, Maus wieder aktivieren und dann wieder weitermachen. Mag sein, dass das theoretisch funktioniert. Problem ist, ich habe einen Laptop und der hat ein Touchpad. Das Touchpad kann ich nicht einfach deaktivieren. Das müsste ich, wenn, deinstallieren. Und das will ich nicht. Also die Treiber dafür. Also ich habe zwar natürlich auch eine externe Maus angeschlossen, die ich deaktivieren kann, das geht schon. Aber ich müsste dann eben das Touchpad auch deinstallieren und da habe ich keinen Bock drauf. Weil ansonsten ist ja immer noch eine Maus da. Und in dem Rix geht es ja darum, dass man eben keine Maus mehr angeschlossen hat. Weil, so wie ich das jetzt verstanden habe, kollidieren quasi die beiden Eingabegeräte irgendwie miteinander. Und dann ist Pro Street zu dumm, zu erkennen, welches gedrückt wird oder so, und macht dann halt gar nichts mehr. Ja, das ist also keine Lösung. Und ehrlich gesagt finde ich die auch ein bisschen bekloppt, diese Lösung. Also auch wenn sie funktioniert. Ja, es ist ein Workaround so, aber das kann ja wohl nicht sein, dass das notwendig ist. Das passiert einfach viel zu oft. Und da es nicht damit getan ist, offensichtlich das Rennen dann einfach zu wiederholen, sondern man es dann anscheinend auch einfach mehrfach wiederholen muss oder so, ist das alles blöd. Ja, und das geht das hier auch nicht. Das ist doch scheiße. Also da fällt mir jetzt auch nichts mehr Nettes zu ein. Das ist einfach scheiße. Das kann doch nicht sein. Es gibt wohl auch keinen offiziellen Patch und auch keinen inoffiziellen Patch, wie ich das jetzt gesehen habe. Ja. Ich werde jetzt noch einmal das dritte Rennen hier probieren und wenn das auch nicht geht, dann breche ich ab. Sekunde. So. Drittes Rennen. Gucken, ob das funktioniert. Oh, das gibt einige Metze, Leute. Ich sag's euch. Diese Jungs hier haben alles gegeben. Also, Leute, ich will das von euch hören. Na los, macht mal richtig Kraft. Und ab dafür, füttert diese Motoren, Leute. Kann man diesen Kommentator irgendwie ausschalten? Ja, man kann aber leider nur alle Sprache ausschalten. Ups.
Und falls es mal wieder eine Zwischensequenz gibt, würde ich das schon ganz gern hören auch. Also müssen wir mit diesen nervigen Typen leben. Ist hier nicht die gleiche Strecke wie eben? Ah ne, ist nicht die gleiche Strecke wie eben. Ja, ich bin jetzt irgendwie sehr, sehr, sehr demotiviert, was Pro Street angeht oder was Need for Speed generell angeht, ehrlich gesagt. Weil so macht mir das wirklich keinen Spaß und... Ja. Die Zeit, jedes Rennen 50 Mal zu fahren, habe ich halt auch nicht. Einzige, was man machen könnte, ist, wenn es halt nicht geht, ich das dann nochmal fahren muss, wegen eines Bugs, dass ich das dann nicht rausschneide. Also bis jetzt habe ich ja einfach dann, bin ich das Rennen ja einmal gefahren, konnte ich nicht weiter drücken, dann habe ich ja Pause gemacht, das Spiel neu gestartet, nochmal probiert und am Ende des Rennens dann wieder die Aufnahme fortgesetzt, damit ihr das Rennen nicht nochmal sehen müsst. Problem daran ist halt, dass mich das dann eben die Zeit des Rennens einfach nochmal kostet. Was man dann eben machen könnte, ist, dass ich das dann halt nicht mehr rausschneide, dass ich dann einfach nur kurz Pause mache, um das Spiel neu zu starten, dann direkt wieder die Aufnahme fortsetze, aber dann kann es halt passieren, dass eine Folge aus demselben Rennen einfach nur besteht immer wieder. Ja, das kann ich auch nicht weitermachen. Top. Es ist hervorragend. Also ihr hört es ja, ich drücke weiter und es passiert einfach nichts. Auch wenn ich mit der Maus hier weiter drücke, passiert nichts. Auch wenn ich beides drücke, passiert nichts. Ja, versuchen wir das nächste Rennen. Sekunde. So, dann Sektor-Shootout. Gucken, ob das funktioniert. Was ist das eigentlich für ein...
ekelhaftes Geräusch gerade gewesen. Ja. Sag mal. Ja, geil. Auto lenkt einfach nicht. Cool. Das macht Spaß. Einfach geradeaus durchbrettern. Was soll's. Ich zweifle ehrlich gesagt, dass irgendjemand noch irgendeinen Rekord von uns übertreffen kann. Inklusive uns selbst. Doch, aber ist egal, wir haben gewonnen, aber ja. Ihr hört es, es ist wieder, es geht nicht. Ich raste noch aus. Ja, wir machen noch das letzte, oder? Ich glaube, es ist nur noch ein mögliches Rennen, versuchen wir das noch. So, ne, zwei Möglichkeiten haben wir noch. Oder? Bin ich jetzt im richtigen? Ja. Wenn das auch nicht geht, dann versuchen wir noch das letzte. Und wenn das auch nicht geht, ja, dann beende ich erstmal die Folge, dann versuche ich, also dann werde ich das Spiel nochmal komplett neu installieren, deinstallieren, neu installieren, gucken, ob das dann noch irgendwas ändert. Und wenn das auch nichts ändert, wenn das auch nicht hilft, beziehungsweise ich ja. Und wenn das auch nicht hilft, dann können wir nicht weitermachen. Dann geht's einfach nicht. Was mich extrem ärgert, weil ich wüsste nicht. Also,
das, weil das hatte ich auch noch nie, dass es irgendein Spiel gab, was ich wirklich gar nicht mehr spielen konnte. Perfekt. Also wie gesagt, da mit Carbon, was ich da früher hatte, da hätte es bestimmt eine Lösung gegeben. Da habe ich aber halt nie nach einer gesucht. Weil jetzt mit der Redux-Mod ging ja alles ganz hervorragend, ohne Probleme. Aber hierfür, keine Ahnung. Das Schlimme ist, es ist ja kein Kompatibilitätsproblem oder so. Oder dass das Spiel abstürzen würde. Es registriert einfach nur keine Eingabe mehr. Beziehungsweise nicht mal das, es registriert die Eingabe ja sogar noch. Man hört es ja, der akustische... das akustische Signal dafür, dass es eine Eingabe gab, wird ja sogar abgespielt. Aber es hat einfach nur keine Lust auf die Eingabe und ignoriert die dann einfach. So, ja, die Spannung steigt. Gucken, ob das jetzt funktioniert. Natürlich nicht. Ja, letzter Versuch. Wisst ihr, und es ist ja auch jetzt jedes Mal, dass ich muss dann das Spiel einmal mit Alt F4 schließen, dann wieder öffnen, dann muss ich hier mich durch die ganze blöde Anfangssequenz klicken, dann warten, weil ich drücke jetzt und da passiert nichts, jetzt bewegt sich das. Dann muss ich in die Karriere reinklicken. Und dann das Zeitfahren auswählen und rennen und so. Das Einzige, was ich gleich nochmal ausprobiere, ist, ob es aus irgendeinem Grund am Auto liegt. Ich werde dann gleich nochmal das erste Rennen nochmal mit dem GTI fahren. Und wenn das auch nicht geht, dann muss ich abbrechen, weil es, also, funktioniert ja so nicht. Wir haben in dieser Folge, also die Aufnahme, ups, ich bin erst auf die Leertaste gekommen, das wollte ich nicht.
Die Aufnahme geht jetzt 20 Minuten. Aufnahme oder ja, Dauer, die ich für die Folge bis jetzt hier dran sitze, sind wahrscheinlich eher 30. Und Fortschritt ist exakt 0, obwohl wir jedes Rennen gewonnen haben. Aber es wird ja nicht gespeichert, solange man da aus diesem letzten Menü nicht mehr rauskommt. Komplett affig. Also muss ich ehrlich sagen, ich spiele lieber noch dreimal Götterdämmerung als das hier, weil Götterdämmerung, das funktioniert wenigstens, das lässt sich beenden. Das hier nicht. So schön, dass die Zuschauertribüne komplett leer ist, man aber Zuschauer hören kann. Thank you.
So. Letzte Chance, Spiel. Reiß dich zusammen. Ja, hat keinen Bock. Gut. Was ich dann jetzt machen werde, ist, ich werde das Spiel jetzt deinstallieren. Dann werde ich es neu installieren. Und dann starte ich noch die Sonntagsfolge. Also, das ist ja jetzt hier gerade die 6. Folge, die ihr seht. Folge 7 werde ich dann nochmal das gleiche jetzt probieren. Wobei ich weiß gar nicht, kann sein, dass ich beim Deinstallieren aus Versehen das Savegame mitlösche. Dann fangen wir halt einfach nochmal von vorne an, dann ist halt so. Ja. Aber ich weiß nicht, wo das Savegame ist, ob das in einem extra Ordner gespeichert ist. Und ich deinstalliere mit dem Revo Uninstaller, der mir alles einfach runterkillt, was irgendwie mit diesem Spiel zu tun hat, damit ich wirklich eine ganz cleane Neuinstallation hinbekomme. Und dann könnte es passieren, dass das Savegame sich mit in Luft auflöst. Wir werden sehen. Ich bedanke mich jetzt erstmal bei euch fürs Zuschauen. Sollte euch diese Scheißfolge trotzdem gefallen haben, dann lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns dann nochmal morgen in der nächsten Folge und dann mal schauen, was passiert. Bis dahin, ciao.